ein Hebel. Steh da nicht so rum, benutze ihn. Klasse. Hier geht was auf. Aber wo? Wo ist hier was aufgegangen? Da oben vielleicht. Komm, spring. Nein, nicht so. Oh, Ezio, du bist manchmal einfach... Ezio, Desmond, du bist noch töver als Ezio. Und du bist fett. Weil alle darauf anscheinend hier in diesem Spiel drauf rumhacken. Du bist fett. Ich hänge hier fest, aber ich sehe einen Hebel auf der anderen Seite. Super. Ezio darf mit Katharinas Forza baden und ich schwimme im Klo. Ja. Ist das nicht großartig? Ich finde auch. Den hier habe ich. Da vorne ist noch ein Hebel. Komm hier rüber. Fragt sie nur wie? Na, klasse. Wie soll ich da jetzt hinkommen? Kommen wir nicht durch das Tor. Wie soll ich da hinkommen? So sehe ich hier nicht wirklich irgendwas. Irgendwas schimmerte gerade da hinten. Was auch immer. Komm schon, wir müssen weitergehen. Ja, ja, du Blondine, du, aber... Wie? Kommen wir nicht da drüben durch? Das heißt, ich komme nicht einfach so dahin. Kann ich hier noch irgendwas mitmachen? Wahrscheinlich nicht. Das ist nur die eine Plattform hier. Die kann ich nicht mal bewegen. Ach. Die nervt einfach nur. Kann ich auch auf jeden Fall nicht zurückkommen. Also es muss hier einen Weg geben, wie ich darüber komme, was ich jetzt einfach nur mal nicht sehe. So, warte mal. Kann ich hier durchschwimmen? Vielleicht? Oh Mann, ist das kalt! Ein Assassiner, der schwimmen kann. Stimmt, da war was. Du hast leicht reden. Du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Komm, geh da hoch, verdammt. Geh da hoch? Ja, danke. Was leuchtet denn da? Achso, sein Leuchtstab da. Stink. Du übertreibst. Das sagst du jetzt nur so. Gut. Yep. Denk dran, das ist der Spaß deines Lebens. Ja, ja. Aber ein sehr stinkiger Spaß seines Lebens. Ah, naja. Niemand sagt, dass Spaß manchmal nicht stinkt. So. Bereit? Natürlich muss sie nicht baden. Sich nass machen. Schweinerei hier. Warum wirst du eigentlich nie nass? Dafür habe ich dich. Ach so. Ja, ne? Ich hab dich. Danke. Schnell! Hier durch geht nicht. Dann halt dahin. Wenn diese komischen Geister schon hier sind. Dann aber auch richtig. Gott, rette mich! Ja, da hat jemand die Brücke kaputt gemacht, ne? Super, die Brücke ist hin. So weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Na klasse. Ich bin bereit. Ach, jetzt darf ich sie werfen. Geschafft. Lass mal sehen. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiele mit den Ratten. Nein, natürlich nicht. War einfach so, ne? Erstmal schade, ja? Na gut.
Wo soll ich jetzt lang? Ah, da. Nicht gesehen. Hier ist dein Eingang. Halt, warte, hier ist ein Durchgang. Gucken wir uns gleich an, falls es hier nicht weitergehen sollte. Ob die Stufen irgendwo hinführen? Tatsächlich, sie gehen nicht weiter. Das Leben ist voller Enttäuschung. Ja. So, komm, spring! Okay. Ne, da drüben wird es nicht lang gehen. Dann mal gucken. Klettern und klettern und klettern immer weiter. Ja, warte du mal da. Die Brücke für dich runter. Die letzte habe ich gemacht. Ja, aber es war nur deine letzte. Haha, sehr lustig. Weißt du Bescheid, ne? So, hier geht's nicht dahin. Hier brauche ich dann sie, damit ich da wieder rüber kann. Ja, wieso klettert sie denn eigentlich nicht da hoch? Sie kann doch genauso gut klettern. Ich bin doch nur der auserwählte Assassine, weil ich die Erinnerung wieder erleben kann. Und sie hat doch mindestens genauso eine Ausbildung, denke ich mal. Zwar anders, aber so eine Ausbildung. Meine Vermutung. Gut, dann kommen wir auf jeden Fall hier schon mal dahin. Mach mal zack. Hebel rauf, Hebel runter. Bitteschön, Tuse. So, dann gehen wir wieder hier zurück. Gehen nach da oben hin. Und schmeißen sie dann rüber. Jetzt bin ich mal dran zum Ausgleich. Mal. Zum Ausgleich. Was für ein Ausgleich. Du hast immer noch nicht dich nass gemacht. Ist ein Anfang. Ne, also bleib mal schön locker. Du bist dran. Frau Tusse. Ja, klasse. Ich bin dran. Wer sagt denn, dass ich dran sein will? Keiner, ne? Keiner. Ja. Komm, geh wieder zurück hier oder auch nicht. Na, klasse. Obwohl, wir sind hier überhaupt auf dem richtigen Weg. Obwohl, ich glaube, so viele Wege wird es hier nicht geben. Ist ja immer noch alles sehr linear theoretisch aufgebaut. Komm, du sollst da rüber. Ja, okay, ja, es war fast in... Wäre fast in die Hose gegangen, aber nun gut. Wollen wir mal nicht so sein, ne? So. Und Schalter. Und ab geht's. Was das für eine komische Mechanik ist. Wie das da bitte schon funktionieren soll, weiß ich auch nicht, aber nun gut. Danke. Wir sind ein gutes Team. Nein, ich mache nur Drecksarbeit und du nicht. Okay. Ständig sagt die mir, was ich zu tun habe. Ich auch. Bestimmt. Nach dem Ladebildschirm. Unendlichen Dunkelheiten. Muss nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum? Desmond! Okay, öffnen wir die Tür. Um irgendwas mit dem Edensplitter da zu machen. Gehe ich mal stark von aus. Jetzt den ganzen Weg hier zu Bibliotheksdingens da hoch, damit ich dieses Dingens öffnen kann, weil
Ezio das hier verschlossen hat. Das ein- oder auszuschalten. Ja, haben wir jetzt hier die... Hier ist irgendwas. Die komischen Schriften. Kannst du den verdammten Bücherschrank öffnen, Desmond? Gleich. Da war so eine komische Zahlenkombination an der Wand. Frag mich nicht warum. Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Was ist das? Vielleicht eine Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen. 1419, 1420 und 1421. Ah. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na schon gut, bin okay. Wow, das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Und parken am besten das Auto auch gleich da irgendwo. Oder auch nicht. Okay, sieht doch gut aus. Schau und versteck den Van in der Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was? Was stinkt denn so? Das bin ich. Das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. Ich soll jetzt mit der Nervensäge losgehen? Na, Halleluja. Gucken wir mal. So schlimm kann es mit der Nervensäge gar nicht sein, oder? Hoffe ich, denke ich. Ich weiß auch nicht, warum verlegen sie denn hier jetzt diese Dinger hier? Achso, damit sie den Animus hier runterrollen konnten, wahrscheinlich. Deswegen diese Abschrägungen. Was? Beliebige Taste drücken bei ihm? Na gut. Gut, suche Monteriggioni nach Stromkästen. Rebeccas kleine Kistchen leiten geringe Strommengen in die Leitungen unterhalb der Villa um. Frag mich nicht, wie das geht. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht der Kerl, der den Van verstecken muss. Ja, stimmt auch wieder. Gut, kriege ich dafür was mit einem Adlerauge? Da habe ich hier einmal so eine Leitung. Aber auf der Map sehe ich dazu jetzt wahrscheinlich nichts. Ich habe wahrscheinlich gar keine Map. Nö. Nö, das gebe ich einfach nicht. Dann schaue ich mal, ob ich die so finden kann. So, mit den Dingen kann ich jetzt nichts machen, ne? Doch. Okay, es war Nummer 1. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Versuchen noch mehr von denen zu finden. Das klappt, ist so eine Sache. Nicht, dass ich gleich noch von Abstergo gefasst werde, weil mein Smartphone in der Tasche hängt oder sowas. Möglich wäre es ja. Theoretisch. Da haben wir nochmal so ein Dingens. So ein Stromkästelein. Nur noch zwei. Warte mal. Machen wir nochmal ein bisschen was davon. Können wir es vielleicht besser erkennen? Was ist das für ein Netzwerk, das da ist? Das hier soll es hier zeigen, dass es zum Stromkasten da hinten führt, oder was? Ich weiß es nicht. Wäre aber durchaus möglich. Jetzt bekommt das Adlerauge endlich mal einen tieferen Sinn. Wenn jetzt nicht so tief ist, ne, aber wenigstens etwas. So, und nur noch den letzten. Das könnte hier hinten der sein. Denke ich mal, aber die werden doch vielleicht auch herausfinden können, dass wir Strom anzapfen irgendwie. Nicht? Ich
hält es für wahrscheinlich.